Die Urania in der Wiener Innenstadt. Ein Traditionshaus, wie auch ein Zuhause für eine Sternwarte, eine Volkshochschule, ein Kino und ein Puppentheater. Seit 1950 erlebt dort der Kasperl gemeinsam mit seinem Freund Pezi lustige Abenteuer und vollbringt so nebenbei zur Begeisterung der Kinder aufregende Heldentaten. Gegründet wurde das Wiener Urania Puppentheater bereits 1949 von Hans und Marianne Kraus. Seit 1957 ist das Puppentheater auch im ORF-Fernsehen präsent. Die erste Vorstellung, die ich von Kasperl und Pezi gesehen habe, war im österreichischen Rundfunk im Fernsehen, schwarz-weiß. Das war 1957. Da hat es immer am Mittwoch um 17 Uhr Kasperl gegeben. Und die erste Live-Aufführung habe ich im Dezember 1973 gesehen, hier in der Wiener Urania. Da habe ich mir um eine Stelle beworben und da musste man vorher ein Stück anschauen, damit man weiß, was da auf einen zukommt. Mhm. Und da sah ich Rotkäppchen. Und am nächsten Tag war ich schon im Team dabei. Und der Hans hat mir dann über eine Stunde vom Puppentheater erzählt. Da ist mir dann gedämmert. Das ist der Kasperl, den ich mit 6 Jahren im Wirtshaus beim Fernsehen gesehen habe und jetzt stehe ich ihm direkt gegenüber. Also so kam ich dazu. Nicht? Und dann hat er gesagt, ja, morgen bitte um 1 Uhr Dienstbeginn. Und dann, ja, wunderbar, alles herrlich. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da tun soll. Und habe es halt darauf ankommen lassen. Eine gute Entscheidung, wie sich bald herausstellen sollte. Und die einen mehr als 45 Jahre langen Weg ebnen sollte. Etwa zur Hälfte dieser Zeitspanne starb Hans Kraus. Dessen Witwe, Marianne, übernahm gemeinsam mit ihrem lang bewährten Mitarbeiter Manfred Müller die Leitung. Das Theater habe ich dann im Jahr 1995 nach dem Tod von Hans Kraus im Sommer, der ist nach Schluss der Saison, ist er gestorben, überraschend. Innerhalb von 5 Minuten war das. Und da habe ich dann mit Marianne Kraus gemeinsam das Theater geführt. 1999 ist dann Marianne Kraus an Krebs gestorben, hat gerade noch erlebt, wie ihr geliebtes Museum fertig geworden ist und sie hat es auch noch eröffnet und 14 Tage später ist auch sie gestorben und ab dem Zeitpunkt habe ich es dann allein geführt. Nach fast 20 weiteren erfolgreichen Jahren, in denen Manfred Müller neben der Theaterleitung und dem Puppenspiel auch für den Puppen- und Kulissenbau, das Schreiben der Stücke sowie die Musik zuständig war, geht er 2019 in Pension. Müllers Nachfolger als Leiter des Urania Puppentheaters wird der international angesehene Künstler André Heller.